Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this. Hallo, liebe Schüler. Heute werde ich euch zeigen, wie ich einen Kreis um ein Dreieck bekomme. Das heißt, ich zeichne einen Umkreis. Dazu benötige ich erst ein beliebiges Dreieck. Ich nenne das Dreieck A, B, C. Um einen Kreis, um mein Dreieck zu bekommen, muss ich bei jeder Strecke, also die Strecke AB, Strecke BC und die Strecke AC, jeweils die Mittelsenkrechte einmal zeichnen. Und ich konstruiere die Mittelsenkrechte mit Hilfe meines Zirkels. Ich stelle meinen Zirkel auf einen beliebigen Radius ein und zeichne jetzt im Punkt B einmal ein Halbkreis. Das gleiche mache ich im Punkt A. Und dort, wo ich die beiden Schnittpunkte meiner Kreise habe, habe ich automatisch die Mittelsenkrechte. Von der Strecke AB. Hier ist ein rechter Winkel und diese Strecke liegt genau in der Mitte zwischen A und B. Das gleiche mache ich jetzt auch für meine Strecke BC. Wichtig ist, dass der Zirkel mehr als die Hälfte der Strecke BC beträgt. Zeichne ich einmal einen Halbkreis um B. Einmal um C und dort, wo der Schnittpunkt der beiden Kreise ist, habe ich wieder meine Mittelsenkrechte. Die ist jetzt senkrecht auf BC. Und das gleiche mache ich jetzt auch nochmal von Punkt C und A aus, um die Mittelsenkrechte von AC zu bekommen. So, und da muss man jetzt genau gucken, wo sind die Schnittpunkte. Einmal hier und einmal da. Dann zeichne ich wieder die Mittelsenkrechte ein, wieder rechtwinklig auf AC, also Mittelsenkrechte von AC. Und dann sehe ich ganz gut, dass alle Mittelsenkrechten von meinem Dreieck sich in einen Punkt schneiden. Das ist dieser hier. Und das ist auch gleich der Mittelpunkt von meinem Umkreis. Ich stelle den Zirkel jetzt so ein, dass ich den einmal durch Punkt A zeichnen kann. Und wenn dann alles gut läuft und ich alles richtig gemacht habe, liegen auch die Punkte B und C meines Dreiecks auf meinen Kreis. So. Das ist der Umkreis eines Dreiecks. Tschüss! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.